Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory 4 mit mir, eurem Illyria und dem Opa Zappt. Moinsen! So, wir sind eigentlich schon mal ganz gut dabei hier. Ich bin recht zufrieden eigentlich. Bisher. Ich auch, weil wir der geneigte Zuschauer sehen kann. Ich baue hier gerade fleißig die Plattform aus, damit die Smeltery einen neuen Platz bekommt. Was wäre denn das Wichtigste erstmal mit Zwecks, meinst du den weiteren Fortschritt? Hoppern und sowas. Also wo ich jetzt hier erstmal die Pötte... Hopper gleich Eisen. Warte, ich komm mal. Ich muss eben hier ausleuchten. Das haben wir gleich nachher ein Monsterproblem. Dafür brauche ich mehr Fackeln. Hast du noch Pötte? Fertig? Ich hatte dir sogar gerade welche dahingestellt, aber es sind gerade... Hast du Öfen abgerissen? Ja, zwei Stück. Warum? Damit ich hier schneller vorankomme. Wenn ich die ganze Reihe mitnehmen könnte, kommst du länger. Ja, ich kann ein bisschen Clay aufsplitten, obwohl ich eigentlich noch ein bisschen... Seared Bricks brauche. Ja, ich brauche auf jeden Fall nochmal wenigstens... Wohl, weißt du was? Vier ich brauche keine Seared Bricks. Weil wenn ich die Smeltery umgesetzt habe, dann werde ich ja so oder so anschließend die Seed Bricks über die Smeltery... Geht gar nicht, keine Clay... Da war doch was. Wir können doch momentan noch keine Casts machen, ergießen. Das okay. Ist richtig. Wir brauchen mindestens mal Gold für einen Cast. Aber ich mache gleichzeitig noch ein paar Pötte für dich. Ja, ich brauche tatsächlich nur die Pötte. Weil Eisen kommt echt gut rein hier. Das ist gut zu wissen. Weißt du was, ich gehe mal auf L. Ich guck mal nach, wann endlich das erste Gold kommt. Oder wenigstens Aluminium Brass. Ja, wir brauchen jetzt als nächstes den Bleisäppling. Dafür bräuchten wir halt ein bisschen Eisen-Dings, ein bisschen Clay-Dings und solche Geschichten hier, so ein bisschen Resin und dann kannst du den schmelzen. Dann sind wir eigentlich so kurz auf Blei und danach kommt schon Gold. Also. Gerade hier nur, ja genau, sehe ich gerade Bleisetzling, Redstone-Setzling, Goldsetzling, genau. Das heißt, der setzt wohl eher darauf, dass wir unsere Casts aus Gold machen, als aus Aluminium Brass. Richtig. So, ich schmeiß dir hier mal ein bisschen Rest rein. Kann man trotzdem mal gucken nach Aluminium. Zeppelinger Leaves. Opa. Was? Es gibt kein Aluminium. Ja, siehst du, dann brauchen wir halt Gold. Ja, aber wenigstens gibt's Kupfer. Na, wenigstens etwas. Gut, dann gucken wir weiter. Machen wir jetzt mal hiermit weiter. Die Plattform machen wir dann nachher weiter. Redstone Sapling. Let it. Genau, mal was. Okay, ich sehe gerade was. Let. Ich guck mal, wie ich Let mache. Aus Eisen, Resin. Petrified Iron Sand und ein Lapis, genau. Kriege ich ein Lead Ember. Ja, dann los. Mach ich. Klingt doch relativ simpel. Ja, definitiv. Oder Wasser? Nee, blau gefärbtes Wasser. Nee, ich brauche mindestens ein Lapis. Ja, Lapis habe ich. Mal sehe ich gerade. Aber Lapis kannst du. Komm mal hier vorne her. Hier zum Zaun. Hier, nein, da vorne. Ja. Warte. Ich guck mal, ob ich das rüberschmeißen kann. Ich bezweifle, das ist. Weißt du eher ins Void. Ja, müsstest du. Nee, es liegt hinter dir. Ah. Ja. Es ist zu weit geflogen. Lapis immer. Opa, ich hab Probleme ohne da jede Menge Monster. Ja, dann geh ins Bett. Weil ich keine Fackeln hatte. Dann geh ins Bett. Hilfe! Ja, Pech gehabt. Hier. Hopp! Alter, dann mach doch wenigstens die Tür zu! Hab ich! Ich hab die zugemacht, die Tür!
läufst du rum? Ich hab Monster hinter mir, ich sterbe hier, ich will aber noch nicht. Ja, wo läufst du denn rum? Oh, da war dir auch welche. Ja, weil da irgendwer die ganzen Crafting-Tables, Pattern-Tables schön einen Zaun gestellt hat, dass die alle rüberkommen. Oh. Jetzt geht ins Bett. Ich muss was essen, ich bin hier kurz vorm Sterben. Ich kann nicht ins Bett, es kommt immer mehr. Ja. Schön, hast du super gemacht. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ohne Scheiß, ich habe mich viel gerechnet, aber nicht damit. So, zwei Eisensetzen jetzt. Oh nein, nicht schwer so Winzling. Zack, zack. Winzlinge sind so ekelig. Alter. Ey, wir haben so viel Kohle. Lauf nicht da hinten drin rum, weil dann springen die über den Zaun rüber. Deswegen mache ich das gerade zu, dass es nicht passiert. Naja, müssen wir mal kurz warten. Ja, wir müssen warten, bis es hell wird. Aber guck mal, mittlerweile hier vorne. Oh, du hast schon Botter, schon Bonsai. Geil. Sehr schön. Ja, vor allem, wie gesagt, damit kommt jetzt natürlich ordentlich. Ordentlich also was. Gab es keine Achievement für die Bonsai-Hopper? Nö. Weil das Achievement hat man uns ja schon geholt, wo ich die Holzhopper geholt, gemacht hatte. Ah. Du hast übrigens sowieso einen kleinen Fehler gemacht, weil du hättest. Vielleicht sollte man das hier zu Zweier umbauen. Statt diese Dreier wie hier, Zweier. Weil du weißt ja zwischen. Nehmen wir eine Doppeltruhe. Deswegen frage ich, ob wir andere Truhen haben. Ja, gibt's ja nicht. Ja. Hier gibt's ja noch nicht mal. Hier gibt's ja noch nicht mal im Immersive Engineering. Hier gibt's diese Storage Chests. Die gibt's ja auch nicht. Ja, müssen wir. Und soll was anderes einfach lassen, aber ich brauche es jetzt erstmal nicht mehr um. Dann wird es erstmal so laufen. Weil später haben wir ja. Warte mal, wie sieht das jetzt überhaupt aus? Wenn wir schon mal jetzt hier Age of Storage. So, I want it now. Craft a simple storage network. Ach, da braucht man Diamanten für, ne? Ja, ich glaube schon. Aber das kommen wir ja relativ zügig jetzt hin. Sobald jetzt halt Blei durch ist. Kannst du die ganze Zeit mal weiter ernten, was du dafür brauchst? Ich würde gerne ernten, aber solange der Werkstattbereich gerade gesperrt ist durch die ganzen Monster, will daraus nichts. Ja, ist doch egal, du stehst auf der Seite, wo du ernten kannst. Also ernt doch. Ach, die du, Bäume. Das meinst du? Ja. Also das, was du halt für Blei und sowas brauchst. Blei, das, stimmt. Das kannst du ruhig ernten. Für Blei brauche ich Lapis, habe ich ja schon von dir bekommen. Ich brauche Petrified, Sand und Iron. Also Iron ist ja nicht das Problem, das kann ich ja direkt hier rausholen. Iron kannst du da sehr raus, also einfach rausnehmen, ja. Kann ich diesmal gezielt rausnehmen, was ich brauche. Ja, das mache ich nämlich auch noch die ganze Zeit, aber ist halt trotzdem schwierig. Ja. Jetzt kommen sie hier schon wieder lang. Wie kommen die denn jetzt hierher? Ja, weil du hinten lang gelaufen bist. Du darfst nicht auf dieser Seite lang laufen. Dann lockst du sie über die über die Tische, die du da vorne schön rangestellt hast. Die habe ich doch gerade zugemauert. Wollte eigentlich keiner durchkommen. Es ist verwirrend, dass die Viecher so aussehen wie du. Warum hast du eigentlich keinen anderen Skin? Weil ich noch nicht keine Lust hatte. Würdest du vielleicht mal machen. Ah, über die Smeltery klettern die. Utan, zwei. Nee, Türke. So, jetzt kommen sie da nicht mehr hin. Okay.
Okay, also du sagtest, für Blei brauchst du Lapis. Lapis und was noch? Warte. Lapis, Eisen und noch irgendwas. Moment, für Blei brauche ich Petrify. Okay, geht auch aus. Okay, Moment, geht aus. Also Lapis habe ich ja. Iron, Petrified und Sand. Iron, Petrified und Sand. Okay, Sand brauchen wir dann definitiv noch. Gut, also Eisen habe ich natürlich jetzt erstmal Vollgas gemacht, damit da erstmal alle laufen. Ja. Weil davon brauchen wir am meisten, speziell für die Hopper. Und dann kann ich dir die ganze Geschichte jetzt nach und nach umbauen. Alles klar. Ich habe echt gerade gedacht, ich hätte jetzt gerade so weit zugemauert, dass die Viecher nicht da durchkommen. Hustekuchen. Geräusche. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Hier, guck, ach, ja, HK-47 ist das. Was ist HK-47? Ja, Level 0. Creeper. Nein! Oh, Opa! Nicht dein Ernst! Ja, das war ein bisschen scheiße jetzt, ne? Ja. Warum legst du dich auf den Creeper an, sag mal? Danke. Also ich habe keinen Creeper genommen. Der hat sich von hinten angeschlichen, den habe ich nicht gesehen. Das ist der, den du rausgelockt hast. Wir haben ein paar Zinn-Zipplings verloren. Das Mistvieh hat sich von hinten angeschlichen. Okay. Oh, das ist Bett geholt. Gut. Ja, ich habe das Bett einfach weggekloppt und habe das da hinten in die Ecke gestellt. Meine Pex ist kaputt, ich hab kein Werkzeug mehr. Ich dachte, das. Kann ich mit der Hacke einbauen? Ja, deswegen habe ich immer schön Dings dabei. Immer ein paar Steine dabei. Ja. Ich hatte keine dabei. Du kannst ja nur mit Cobblestone reparieren. Ja, die habe ich immer dabei. Immer ein Stack. Jetzt kann ich mir neue Pexel herstellen. Ach Mann. Ach, was ein Blödsinn. Ich hab ein Gegröle gehört für einen Zombie. Hast du die Pötter aufgesammelt? Oder sind die alle weg gewesen? Durch die Explosion? Alle weg. Schön. Hab ich auch gedacht. Das heißt, wir sollten. Müssen wir dauerlicherweise neu machen. Das heißt, wir sollten vielleicht erstmal als nächstes an Clay was machen, wa? Ja, sowieso, weil die defekten Pötte müssen ersetzt werden. Ja gut, Clay brauchen wir eh. Gammelfleisch in der Tat. Nein, Stein ist meiner. Hat sich gerade ein Mikrofon verabschiedet. Was? Ah ne, doch. Weil da kam gerade um die Hälfte an. Ja, ich weiß auch nicht. Das Mikrofon ist nicht nah genug an meinem Mund, ist das Problem. Dann schaltet er zwischendurch ab, das ist ja diese Rauschunterdrückung. Oder ich muss die ein bisschen fein. Nee, warte mal, hat der jetzt mit. So gut, Clay läuft automatisch.
Ich habe Inferium-Essenz. Okay, was kann ich jetzt damit machen? Wahrscheinlich gar nichts. Hast du das verstanden? Clay läuft jetzt automatisch. Also habe ich gehört. Zumindest die ersten. Genial, habe ich gehört. Super genial. Lapis läuft auch automatisch. Hast du auch zufälligerweise Inferium-Essenz? Nee, ne? Das ist, wenn du halt Monster killst. Richtig. Vielleicht liegen hier oben noch welche rum. Mach dich weg! Graves Dust. Crafting in Corel Tombstone. Komm, geh in Void. Oh. So, jetzt brauche ich als erstes dringend Fackeln, damit das diese Scheiße von vorher nicht nochmal passiert. Ja, hast du keine Kohle mehr oder was? Doch, Kohle ist genug da, das ist nicht das Problem. Und Holz ist glaube ich auch kein Problem. Nee, Holz ein Problem, das wäre ja noch lustiger. So, Fackeln haben wir genug. Dieser Fail von vorhin passiert garantiert nicht noch ein. Oh, das war ja aber echt daneben. So. Hier spawnt nichts. Ja gut. Eigentlich war es noch. Hast du die Fackelpötte schon ersetzt? Nein, wir haben keinen Clay. Nee, nicht die Pötte, ich meinte die Platz. Hast du schon mal ersetzt. Oh, dann mache ich eben. Hast du nicht noch die Zäune oder sind die Zäune auch weg? Müssten in der Kiste sein. In der Holzkiste. Gut, es sind nur Zauntore, aber jetzt keine Zäune. Nee, die Kiste rechts von dir. Unten, glaube ich. Oder oben? Ja, hier hab's. So, wie sieht's aus mit dem Bleisäppling? Gesagt, ich muss erstmal ausleuchten. Eins nach dem anderen. Aber ich bin jetzt an Blei dran. Led Ember. Was ist eigentlich, was du gegeben hast? Lapis Ember. Mit Lapis Ember kann ich nichts anfangen. Das ist nur einschmelzbar. Ja, richtig. Aber nicht im Ofen, sondern im Nuclear Craft Schmelzer. Musstest du nicht Lapis in die Dings. Ah, nee, das war Eisen, was du einschmelzen musstest, ne? Richtig, richtig. Das Lapis ist aktuell für uns nicht verwendbar, was du gemacht hast. Okay. Ja, jetzt. Genau, erstmal einen Lapis herstellen. Lapis mangelt es ja nicht. Das neue Arkorn, ein Lapis-Block oder. Auskommt Lapis Ember, wie gesagt, das ist hier, damit kannst du nichts anfangen. Oh! Ah ne, das ist Lapis Sapling, haben wir ja schon. Lapis Sapling. Ja, so, und das. Erstmal Lapis Blöcke. Spalte ich auf zu normalen Lapis. Jetzt kommt ein Led Ember. Let it go, let it go, let it go. Ja, das gleiche Achievement. Genau. Was ist das? Achso. Hast du auch nicht gekriegt? Hä? Hattest du was schon? Warte mal, Led Ember? Nö. Ja. Hab ich nicht. Das ist aber kein Achievement, wie kann das sein? Warte mal. Muss ich das vielleicht in die Hand nehmen? Ich krieg das Achievement nicht. Guck mal auf L, vielleicht ist eine Kette nicht erreicht, dass du Led Ember noch gar nicht haben kannst. Doch, habe ich. Das ist verbunden mit Ironwood und Let it go, Blumen. Eins von zwei habe ich davon. Was fehlt mir noch? Ironwood oder Blumenwood? Obtain Lead by Crafting Ember. Use the Tinker's Complement Melter or Smeltery to melt it into molten Lead and pour into a customer or cast. Obtain Lead Ember. Ja, habe ich doch. Hä? Verstehe ich nicht. Gehen wir mal die Reihe durch. Also Blumen Group sagst du, hast du. Ich habe alles. Alles hast du. Ja. Bis auf halt Lead. Und halt It's Electric.
Also ich habe die Voraussetzung dafür. Kann das sein, dass das jetzt, dass bei dir die Fortschrittsanzeige nicht weitergeht? Ja, werden wir sehen. Ich muss jetzt hier weiter vorbereiten. Gut, dann machen wir mal weiter. Also, der Ember wird einfach nur einen Bleibarren geschmolzen. Ja, LED-Zeppling. Ich muss einen Schwarzeichen-Zeppling übergießen mit LED. Dann haben wir einen LED-Zeppling. So, Schwarzeiche gibt es nochmal. Ein Coal-Zeppling in Wasser. Coal-Zeppling übrig habe. Hier ist ein Iron-Zeppling. Brauchen wir noch Iron-Zepplings? Nein. Beim besten Willen, nein. Haben wir mehr als genug von. Sehr gut. Also ich hätte jetzt hier noch im Angebot, da sind noch 9 drin, da sind 11 mittlerweile drin, also 20, 28, 35 Stück haben wir jetzt hier rumliegen. Gut. Haben wir keine... kann es sein, dass der Creeper uns die Kohle-Saplings zerlegt hat? Das kann sein, aber ich glaube, Kohle-Sapling war noch da. Nein, haben wir keine. Echt jetzt? Echt jetzt. Das heißt, ich darf neue Kohle-Saplings herstellen. Ja, einer reicht ja. Ich gehe nochmal genauer durch. Coal Leaves, aber da außen Coal Leaves kriegen wir auch keine Saplings, wa? Schön wär's. Sei ich hätte eine Gartenschere. Dann könnte ich aus den Leaves Coal Saplings schneiden. Tja, Opa, wie heißt das so schön wie gewonnen, so zerronnen? Der Creeper hat uns echt den einzigen Kohle-Sippling zerlegt. Ja. Läuft, würde ich sagen, läuft. Birke verbrennen. Birke mache ich aus Sand in Wasser. Haben wir jetzt genug Sand-Sipplings? Haben wir jetzt genug. Haben wir jetzt genug, sagst du? Yep. Opa, wir haben nicht einen einzigen Sand-Sapling. Ja, wir, es stehen doch da draußen mehr als genug rum. Ja, die in den Pütten, aber die will ich nicht ausgraben. Ja und? Dann machst du halt einfach, dann erntest du mal und dann hast du wieder welche. Oder kann ich die Sand-Saplings selber irgendwie herstellen, dass es billiger ist? Ja. Petrified haben wir mehr als genug und mit ein paar Sand-Acorns und fertig. Alter Verwalter, das gibt's hier wohl. Oh, vor allem, so hast du die ganze Schilder abgerissen? Nein. Haben wir noch Schilder? Ja, in einer Truhe haben wir sogar... Nee, warte mal, ich hatte... Hier, guck mal, hier in der oberen Truhe, ja, da drin bin, 32 Stück. Ja, ich Trottel hatte sogar noch ein ganzes Stück. So, ich stelle jetzt mal ein paar neue Sand-Saplings her und dann noch ein paar Kohle-Saplings. Oh, besser. So, 8 Sand-Saplings. So, die Sand-Saplings mache ich jetzt zu Birken-Setzlingen. Birke mache ich zu Kohle-Setzlingen. Alles klar. So, zurück. Also, Wasser, Sand, Wasser, alles. Auch. Wir haben Nacht, aber diesmal kommen keine Monster. Also, die gleiche Scheiße wie vorhin passiert nicht nur einmal. Das war gerade echt ein Fail des Tages. Ja, Lappen. Ey, das kann dir auch passieren. Waschlappen. Loch. Ich habe ein Eisen-Ingot. Kann ich gebrauchen, um meinen Schissel zu reparieren. Einer zerfällt nicht, den kann man reparieren. So,
So, damit läuft Zamp So. auch automatisch, zumindest der erste Teil. Zinn läuft auch automatisch, Iron läuft auch automatisch, Lapis läuft auch automatisch, Clay läuft automatisch. Zumindest Teile immer davon. Ja, ich mache noch ganz fix. Also ich durch den Fehlschlag von vorhin mit den Monstern verbrate ich gerade meinen letzten Clay. Mach erstmal neue Hopper. Irgendwie muss der Schaden ja wieder ausgeglichen Ja, wie werden. gesagt, brauchst du nicht zu machen. Ich habe jetzt, wie gesagt, das läuft jetzt hier alles automatisch. Ja, aber die du brauchst das neue Bonsai. Also ich habe mittlerweile schon wieder massenhaft an Hoppern hier und So, ich habe Massen. 8 neue Kohl-Saplinge. Können wir gleich neue Kohle anpflanzen? Ja, dann hau die mal gleich da ran. Zumindest zwei. Gut, du brauchst noch 2 weitere Hopper, die bringe ich dir gleich. Da kannst du einen Mulch reinstopfen. Hau die Kohle-Saplinge doch unten in die Kiste rein, unter den Kohledingern. Ich glaube, ich brauche gleich einen Kohle-Sapling, um weiter zu verarbeiten. Für? Für Redstone-Sapling. Für Redstone, da kommen wir auch schon jetzt hin. Ja, sehr. Ich Warte. brauch nur irgendwas mit Rot. Du musst mal gucken, in irgendeiner Kiste ist Red Dungeon Yellow oder sowas drin. Red Dungeon irgendein Zeug. Ja, sauber, das wäre geil. Kann ich dir den ersten Redstone basteln? Hier bis jetzt. Ah, hier, ein Rosenrot. Jawohl, ja. Das hatte ich mich schon mal vorbereitet, weil ich das brauchte ich auch für irgendwas. Wie viel Redstone soll ich schon mal machen? Immer erstmal zwei. Zwei reichen vollkommen aus. Alles klar, erstmal nur 2. Ich bringe jetzt mal einen neuen Bonsai-Platte. Die kannst du ja auch, die kannst du ja aufcraften. Hier. Ja, Moment. Dich nicht ins Void schmeißen. So. 1, 2, 3. Puff. Puff, puff. Gut, dann machen wir mal den ersten Redstone-Sapling. 3 Stück, sagtest du, ne? Ah, das geht nicht. Wir haben zu wenig Rosenrot, aber ich kann wenigstens schon mal einen craften. Dann kauft er einen, dann kriegen wir den ja hier raus. Halte ich schon mal das Craften für den dritten vor. Blei hattest du schon, oder was? Die Blei-Zeppling habe ich jetzt komischerweise erstmal kurz übersprungen. So. It's Electric. Ja, das ist Achievement kriegst. Ich hoffe, das kriegst du. Gibt's doch nicht. Wieso geht das bei dir nicht? Muss ich jetzt vielleicht doch selber machen immer? Okay, pass auf. Ich mache mal noch ein Rosenrot und dann versuchst du es an Crafting Table selbst herzustellen. Okay, mal gucken, wie komme ich jetzt an Rot dran? Einfach Bohnenmehl nehmen und Feuer frei. Wildbeeren von Rustic geht nicht. Rot gefärbtes Wasser. So, das heißt, es kommt noch Blei und dann kommt noch Diamond, ne? Blei, Diamond, ja, richtig, das kommt noch, das steht noch in der So, Liste. Redstone, genau, Redstone, Blei, dann fehlt jetzt noch Jetzt komplett, Gold, genau. Gold, Ich muss ja einen. Moment, ich glaube, ich muss. warte, warte, Gold, Silber und Diamond kommt noch. Das heißt, ich Richtig. muss soweit noch erweitern, dass hier hinten noch drei Reihen hinkommen. Muss jetzt einen Kohl-Sapling wieder sauber waschen, da kommt ein Schwarzeichensetzling aus. Schwarzeichensetzling übergieße ich mit Blei und dann kommt ein Lead-Sapling raus. So, Dann mache ich das mal eben. hier fehlt Kohle, da fehlt ein Schild. Alter, wir holen so viel Kram hier raus, das ist der Wahnsinn. Wow! Ist Blei und Feuer. Weißt du was, ich kann 2. Alter Scheiße, ey.
Resin, Resin, Resin. Hier, nimm mal raus. Vielleicht kriegst du das Achievement. Also nicht, das gibt's doch nicht. Irgendwas ist bei dir defekt. Vielleicht muss ich diesen Ember-Dings da selber craften. Versuch es. Gib dir mal den zweiten LED. Kannst du dann auch schon mal eintropfen. Ja, dann gucke ich mal, ob ich das Ding einkraften kann. So. So, LED ist mich auch gleich automatisch. Perfekt. Hier ist noch ein Kohle-Sapling, der muss auch noch eingetopft werden. Ja, schmeißt da einfach unten in die Kiste das mit rein. Ist gut. Oh, da sind schon drei drin insgesamt. Ja. Deswegen, ich glaube, es würde auch theoretisch reichen, wenn wir nur einen mal herstellen. Nee, wir brauchen irgendwann viel, viel mehr. Machen wir ja, mal, aber machen wenn, wir die ganze Reihe voll. Ja, aber es würde immer reichen, wenn wir nur einen davon herstellen, weil die vermehren sich ja eh massenhaft. Meinst du, das reicht wirklich? Ja, guck mal, wenn du jetzt mit einem Setzling da schon drei wieder rausgeholt hast. Wieso kommt in meiner manuellen Ernte nicht so viele raus? Das frage ich mich. Keine Ahnung. Oder würde ich sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass wir, dass wir das erste Gold kriegen. Alter. Und es fehlt, und ich kann erst einen Steinsetzling machen. Kannst du nochmal hier oben mal zwei Stacks Kohle vorbeibringen? So wie ich das hier gerade sehe, kannst du noch was anderes gebrauchen, was ich dir mal eben. Aber ich hole mal eben Kohle, klar. So, da kommt schon ordentlich Redstone raus. Ja, sehr gut. Hier. Hinter dir lag noch was. Ja, aber ich habe keinen Platz im Inventar. Deswegen sage ich extra nur. Du suchst eine Chest. Habe ich auch keine mehr. Aber wir müssen Feier machen. Wir sind schon längst drüber. Ach, drauf geschissen, ey. Feier. Nee, nichts drauf geschissen. Also, liebe Zuschauer, das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, glaube ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, Leute. Tschö.